Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs. Ich habe April haben wir jetzt hier und schon Juli an haben wir laufen lassen, also fast schon ein ganzes Jahr, 3 Monate, vielleicht ein Dreivierteljahr. Es ist wieder was gewachsen und wir werden das gleich mit Bushaltestellen anschließen und dann weiterschauen. Ihr guckt das Logo, dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, dann wollen wir mal schauen, ne? Schwandorf, wir gehen auf die Karte. Gehen dann nach Lippstadt, weil da war ja nichts in Schwandorf. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir nach Erlangen. Hier hat das Städtchen eine krumme Straße jetzt hier gemacht, eine Kurve. Dann gehen wir nach Winenden. Und in Winenden haben wir hier ein neues Häuschen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Bushaltestelle machen. Und zwar hier lang. 1, 2, 1, 2, da muss er hin. Das heißt, dort brauchen wir nur diese Bushaltestelle hinsetzen. Dann klappt das, ne? Und dann müssen wir die Linie nur ändern. Auf die Lupe zurück. Kutsche, Stadtbus Winenden, Fahrplan. Den können wir mal zumachen. Hinzufügen ist. Da ist das Rathaus. Und da fahren wir hin. Und dann wächst das Städtchen auch. Das ist schon mal gut. So, Winenden haben wir. Dann ist Friedrichsdorf. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Friedrichsdorf hat hier komplett Straße gebaut, aber leider kein Häuschen. Aber das wird schon noch werden. Dann sind wir in Bad Mergentheim. Da ist alles schick. Dann Achim. Achim traut sich hier einfach nicht über diese Straße rüber. Klappt noch nicht so ganz. Vielleicht wird dieses hier zugebaut. Interessant. Neubrandenburg. Da haben wir hier ein neues Häuschen. Das heißt, wir müssen da was hinbauen, ne? Die Straße, oh, das wird schwierig. Müssen wir aufschütten. Das machen wir so, ne? Und dann die Straße um die Ecke, anders geht's nicht. Sonst wäre das nicht schick, würde ich sagen, ne? Und dann das dahin. Passt. Lupe, Kutsche, Stadtbus, Fahrplan. Einmal geht noch. Rathaus ist da und dann da. Und danach müssen wir schon eine neue Linie machen. Gut, läuft. Ist abgedeckt. Das war Neubrandenburg. Dann gehen wir nach Köln. Köln wächst und gedeiht, sehr schön. Dann gehen wir hier nach Jena. Das sieht auch gut aus. Königsbrunn. Ja, da ist hier oben noch viel Platz. Aber hier könnte ja sein, dass sich das mal erweitert, ne? Dann gehen wir nach Bad Zwischenahn. Das ist abgedeckt. Dann gehen wir nach Gütersloh. Ja, Gütersloh hat hier, glaube ich, ein Stückchen Straße gebaut und vielleicht ist es hier länger geworden, weiß ich nicht. Könnte sein. Vielleicht, ne, die Bushaltestelle haben wir gebaut. Also ist es nur vielleicht da und da länger geworden, aber leider noch keine Häuschen. Dann Lüneburg. Also da warte ich ja permanent drauf, dass hier mal irgendwo ein Haus erscheint, ne? Aber irgendwie wollen die nicht in Lüneburg. Bad Zwischenahn. Ne, Zweibrücken ist es, nicht Bad Zwischenahn. Da ist hier ein Häuschen dazugekommen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir hier eine Haltestelle hinmachen. Ne, nee, eins, zwei, hier unten muss hin. Das. Und das. Und dann da das Häuschen hin. Passt. So, Linie ändern. Da brauchen wir die Lupe für. Wo ist hier eine Kutsche? Da. Fahrplan und da geht auch noch einer hin. Rathaus ist hier und die neue Haltestelle ist da. Passt. Auch da würden wir eine neue Linie machen, weil es sonst zu viele Halte nacheinander sind. Sind jetzt schon reichlich. Gut, das war da. Jetzt gehen wir rüber nach Bayreuth. Bayreuth entwickelt sich auch, hat hier Straße länger gemacht. Ich glaube, das ist auch neu und hier ist auch ein zweites Feld, glaube ich, gekommen. Dann sind wir hier bei Willich.
Willig sieht auch schön kompakt aus, aber leider nicht über die Grenzen hinaus. Hier oben wird nicht weiter, doch wird auch gebaut bestimmt, aber dauert. Dann sind wir hier in Bünde. Bünde sieht immer gleich aus irgendwie. Hier die Promenadenstraße, da darf man nicht bauen. Und dann sind wir hier noch in Ettlingen. Und da ist auch nichts. Dann haben wir noch Billensdorf. Und Billensdorf hat hier noch ein Häuschen. Das heißt, wir müssen da gerade rüber. Ne, da nicht. So muss es, ne? Und da dann das Häuschen hin. Genau, passt. So, dann sind wir einmal durch. Jetzt müssen wir hier noch gerade die Linie anschließen. Da stehen genug Fahrzeuge. Rathaus ist hier neben und dann muss das da ein. Dann haben wir das auch angeschlossen. Wunderbar. Dann wächst das Städtchen auch. Sehr gut. Ja, dann sind wir einmal durch, ne, würde ich sagen. Schwandorf können wir jetzt noch einmal schnell Durchgang machen. Erledigt. 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 Hier ist eine Ecke rum, glaub, ne, hatte ich das schon erzählt. Hier haben wir erweitert. Ist hier schon was passiert in der Zeit? Leider nicht. Ah, guck mal, das könnte sogar sein, dass die Straße hier mal zusammenläuft. Das wäre cool. Bad Mergentheim, nix. Achim, nix. Bei Brandenburg hat man schon gebaut. Da oben, passt. Köln, sieht gut aus. Jena, sieht gut aus. Königsbrunn, sieht gut aus. Bad Zwischenahn, sieht gut aus. Gütersloh sieht gut aus. Lüneburg, endlich? Nein, immer noch nicht. Die brauchen immer noch. Hier unten ist Zweibrücken. Ja, da bin ich gespannt, wann hier das zu wird. Ich glaube, dieses Haus ist neu gekommen. Und dann gehen wir nach Bayreuth. Da ist nichts. Willig. Sieht schick aus. Bünde auch wieder. Ettlingen tut sich nichts. Und Billensdorf tut sich auch nichts. So, jetzt machen wir noch eine Runde durch die Haltestellen. Hier waren sie. Da. Wartend. Andersrum sortieren. Gütersloh. Ja, hier stehen die Kutschen alle rum. Ne? Gütersloh Rathaus. Das ist hier alles Rathaus. 60, Gütersloh Weinberg, Gütersloh Reiterallee. Und sonst sind die alle mit dem Zug unterwegs. Müssen wir mal gerade gucken, wie sieht das hier auf der Linie aus. Die macht 32.000 Gewinne in der Fahrzeugliste, wollte ich sehen. Ja, voll sind die nicht, ne? Ah, die Linie brauchen wir nicht, glaube ich, machen. Dann kommt hier gerade einer rein, den nehmen wir auch noch mit. Fahrzeugliste, achso, ich muss auf hier erst hin und dann da. Macht auf jeden Fall auch Gewinn, die Linie. Wieso ist die rot hier, diese Linie hier? Ach, die macht als einziges Minus, okay. Ja, dann müssen da noch welche einsteigen, ne? Dann haben wir hier noch irgendwo einfahren, der, ne, den haben wir schon, das war, oder? Ne, weiß ich jetzt gar nicht. Gucken wir nochmal schnell. 35.000, auf jeden Fall läuft die Linie. Ja, ich glaube, das, ne, der fährt hier lang, das heißt, wir haben diese Linie noch nicht gehabt, da ist noch einer. Gütersloh, zwei Brücken etc., ne, Fahrzeugliste, drei Stück sind da drauf. Dann können wir gerade mal in Gütersloh gucken, ob wir dann noch einen Zug mehr brauchen. Das kann zu. So, Bad Zwischenahn ist da unten, ne? Oder? Hier unten mal zwei Brücken. Ne, das ist Bad Zwischenahn, okay. Köln, Königsbrunn, Lüneburg. Ne, zwei Brücken ist hier. 21 und 4. 32, 36. 36 und 5. 41, 42.
52 und 4, 56, 60, 62, 66, 73 und die beiden 73, 83. Ich glaube, wir setzen da unten noch einen Zug drauf. Wir setzen da unten noch einen Zug drauf, das macht Sinn. Lock. Oh, was ist das hier? Ah, das sind Anhänger hier für die Züge, die da irgendwie. Aber 1000 km/h ist ein bisschen schnell, was der Flemmbraff da gebaut hat, ne? Hier kannst du 1000 Gewicht laden. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Testdinger. Die wollen wir nicht. Dann haben wir hier die da dran. Und dann haben wir Gütersloh, Neubrandenburg, Köln. Ne, Gütersloh 2, Brückenburg, Hafen. Diese Linie. Da wollen wir den drauf starten lassen. So, der muss warten, bis der weg ist und dann passt das schon. So, Gütersloh ist auch rot jetzt, ne? Dann müssen wir dann den Bahnhof mal verlängern, damit er mehr stehen können. Ist das der? Weiß ich nicht. Ja, war der. So, dann ist der nicht mehr rot. In Aachen müssen wir das vielleicht auch machen. Dann können da mehr Fahrgäste stehen, ne? So, Gütersloh ist hier rechts offen. Ja, da haben wir eine Lok drauf gesetzt. Jetzt müssen wir mal gerade bei Aachen gucken, was da so ist. 118 stehen da. Aachen, da wollen aber welche intern mit 93, ey. Und wir haben hier schon so viele Kutschen, da brauchen wir nicht nur eine draufsetzen, das macht keinen Sinn. Da sind schon 14 drauf. Ich kann schon überlegen, hier eine Haltestelle noch zu machen vom Zug her, ne? Vielleicht sollten wir hier definitiv auch gerade noch ein Gleis mehr machen hier. So, dann Bad Zwischenahn. 84 Passagiere. Und die sind auch intern da so viele am Fahren oder wollen intern viele fahren, ne? Das sind 9, da könnten wir rein theoretisch noch eine drauf machen statt Bus Bad Zwischenahn. Dann haben wir hier eine Kutsche, ein Depot. Bad Zwischenahn, da startet die nochmal. Passt. Lippstadt. 83 nach Wolkmarstraße. Wie viele sind hier drauf? 4 Fahrzeuge. Da können wir definitiv was machen, ne? Wo ist das Depot? Da. Stadtbus Lippstadt. Kopieren wir. Zweimal. So, dann sind auch mehr unterwegs. Das müsste auch da noch klappen mit. Billig. Am Rathaus stehen 91 Passagiere. Rathaus ist da. Die wollen alle intern fahren. Oder alle nicht, aber viele, ne? 8 Fahrzeuge. Das ist hier oben bei Bünde, ne? Das machen wir auch noch welche drauf. Stadtbus will ich ganz unten. Aber noch nicht mal ganz unten. Machen wir noch 2 mehr drauf. Der kann zu. Ah, jetzt haben wir zu viel zugemacht, glaube ich. Nee, doch nicht. Hier ist noch das Richtige. Königsbrunn Rathaus. Königsbrunn Krugstraße.
Da sind schon 11 drauf. Einen machen wir noch. Stadtbus Königsbrunn. Starten. Jena. Stehen Sie hier auch. Aber das sind 29. Jetzt können wir gerade noch gucken. Hier sind Kutschen. Wie viel sind da drauf? 7. Nee, das lassen wir mal so. Wenn das angefahren wird, passt das. Ettlingen. Aber da ist ja nichts los. Joachim Gottschalk-Weg. Wie viele Kutschen sind denn hier intern? 3 oder so. Das passt schon. Nicht da oben drücken, ne? Hier ist Schwandorf, Rathaus. Sind 10 Fahrzeuge hier in dem Städtchen. Aber da sind natürlich auch 2 Halte hier schon, ne? Also wenn sich hier außen was tut, dann müssen wir das von diesem Bahnhof aus bedienen, ne? Hier sind, da ist schon so ein Stau, das macht hier auch wieder keinen Sinn, ne? Bayreuth Rathaus. Bayreuth Thomaskirche. Kirchhof. Das ist hier, ne? Ja, komm, da setzen wir noch einen drauf. Stadtbus Bayreuth. Machen wir 2. Fertig. Weil da so wenig waren. Bayreuth kann zu. Bad Mergentheim. Rathaus ist hier. Das können wir so lassen. Der ist hier sogar grün, der abzweigt. Das lassen wir auch so. Da ist gerade abgeholt worden. Wir bestehen denn da 24. Schwandorf geht hoch. Der Rest geht runter, schätze ich mal. Oder die fahren hier lang. Na, da kommt einer, ne? Ja, dann passt das erstmal. Das lassen wir mal so. Zwei Brücken Rathaus ist das. Gucken wir noch gerade rein. 89. Zwei Brücken am Niederholz. Aber ich glaube, hier war das auch schon zu viele, ne? 12 Fahrzeuge. Wo war die? Da. Einen machen wir noch. Das war zwei Brücken, ne? Starten, fertig. So muss es bleiben, würde ich sagen. Gut. Haben wir das erst wieder? Was ich ab und zu mal mache, ich gucke mal hier, ne, da nicht rein, das ist verkehrt, ich gucke mal hier ab und zu rein. Vielleicht haben wir irgendwo ein Weingut, was gebaut wird, dann können wir da vielleicht auch mal was machen, ne? Weil ich weiß gar nicht, was da so andere Sachen sind noch, die da kommen könnten bei der Industrie. Züge, wie gesagt, 1854, nach 1854 kommt ein Zug und dann kommt 1863, ich glaube, das nächste. Und da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Waggon, meine ich. Aber sonst noch nichts. Leider zieht sich das ein bisschen. Ich versuche mal schnell vorzuspulen. Vielleicht mache ich nächstes Jahr, nächste Runde auf jeden Fall ein ganzes Jahr, dass ich vom April bis auf April auf jeden Fall habe, dass wir da mal vorankommen. Vielleicht mache ich auch mal 2 Jahre. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Alles klar, würde ich sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.